Auch beim Seelöwen gehört das Applaudieren zum guten Ton. Die legen sich so richtig ins Zeug. Gar nicht so leicht mit akuter Rutschgefahr. Celebration ist quasi eigentlich eine Reise um die Welt in 3 Stunden. Ja? Und wir verbinden klassischen Zirkus mit modernen Elementen. Das heißt, sie kommen rein, vergessen ein bisschen das Zuhause, den Stress des Alltags und lassen sich einfach mal fallen. Und das Besondere daran ist wirklich, dass Kind und Erwachsener gemeinsam lachen, träumen und staunen und sie Sachen sehen, die sie so noch nie gesehen haben. Ein hochkarätiges zirzensisches Potpourri bekommt Landshut als erster Gastspielort der Sommertournee geboten. Aus exotischen Tieren, todesverachtenden Artisten und skurrilen Clowns. Zirkus Krone macht in 16 Städten Station mit 370 Wagen, 350 Personen, 201 Tieren und einem Zelt so groß wie ein Fußballfeld. Organisatorisch beginnt es immer so 4 bis 5 Jahre davor. Ab 3 Jahre davor beginnt so der Countdown und bei uns wird das Programm nur von einer Person gestaltet, das ist Christel Semmach-Krone, unsere Direktorin, und die hat ein gutes Händchen. Die schickt dann Scouts los, so wie mich zum Beispiel, und dann schauen wir, was es so gibt und wer ist jetzt zum Beispiel der Beste, ja, oder was gibt es neue Jongleure. Und dann wird ein Konzept geschaffen, dann wird Musik komponiert, extra für diese Show. Alle Musik, die Sie hören, ist extra komponiert. Dann wird eine Lichtshow designt, also allein Licht und Kostüme sind hier ungefähr 250.000 Euro drinnen. Eine Show, die bis ins Letzte durchgedacht ist. Einen Blick hinter diese Professionalität bekommt der Zuschauer nur, wenn er Glück hat. Wir sind, glaube ich, mehr Teamplayer und viel, sagen wir mal, wir haben viel mehr Respekt voreinander als in vielen privaten Haushalten. Das heißt, bei uns leben verschiedene Religionen, verschiedene Kulturen zusammen, der Frühaufsteher, der Langschläfer. Und wir sind einfach wir haben mehr Respekt voreinander. Ich glaube, das ist Zirkus. Und wenn man Zirkus sieht, wie organisiert das ist, würde man nie sagen, so ein Zirkus, wenn irgendwo Chaos ist. So viel Professionalität und Unternehmergeist zeigt sich nicht nur im Erfolg. Nächstes Jahr feiert der größte reisende Zeltzirkus sein 110-jähriges Bestehen. 1870 ist er als Menagerie entstanden, von Karl und Ida Krone gegründet. Seitdem ist der Zirkus Krone in Familienbesitz. Landshut kann sich noch bis zum 22. April begeistern lassen. Wer den Krone Zoo schon kennt, auf den wartet eine ganz besondere Überraschung. Am Karfreitag, den 18., haben wir um 14 Uhr kommentierte Tierproben hier drinnen. Also alle, die dann im Zoo drin sind, kriegen noch zusätzlich Tierproben geboten. Das ist ganz toll. Dann kann man mal Fragen stellen. Wie funktioniert das mit dem Elefant, beim Löwen, beim Seelöwen? Wie macht man das? Ja, weil Tiertraining ist halt viel Zeit, Respekt und eigentlich so eine Freundschaft, wie ich es vorher schon gesagt habe. Also eine große Familie. Ja, also man muss viel Zeit miteinander verbringen und Geduld haben. Eine fast vergessene Welt, wie wir sie noch aus dem Bilderbuch kennen. Mit einem Zirkusbesuch tauchen Jung und Alt ein in eine fantasievolle Weltreise, bei der Pferde auf den Hinterbeinen tanzen oder Trapezkünstler mit verbundenen Augen durch die Luft segeln.